Willkommen zurück zu Let's Play Mohun Adventure, der Schatz des Pharao. So, hier sieht man die Steine, die man so rein und rausschieben kann. Wie das geht, weiß ich schon. Man muss das hier einfach abwechselnd machen. Anscheinend geht irgendwie einfacher als vorhin. Ja. Und das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Jetzt geht es ganz einfach. Und dann vermutlich jetzt noch ein... Ah, oh, ja, gut. Geschafft. Pergament. Was wir damit machen sollen, keine Ahnung. Gut, dann haben wir nun ein Pergament. So, dann als nächstes gehen wir zum fliegenden Händler hier in der Eingangshalle. Und man muss einfach so lange mit ihm reden, bis er einen was gibt. Nun, Fremdler, darf es doch eine Pyramide sein? Nein, nicht direkt. Ah, schade. Nun, Fremdler, das... Ja, ach ja? Ja, es ist momentan noch etwas einsam, aber das wird sich bald ändern. Sobald ich mit der Reklame beginne, oh, und wieder wird ein Stück Kultur bedenkenlos dem Kommerz geopfert. Na, doch eine Pyramide zum letzten Mal? Nein, wieso denn nicht? Ist irgendwas nicht in Ordnung mit Ihnen? Das nicht gerade. Aber ich brauche keine. Sie interessieren mich einfach nicht. Nicht mal geschenkt würde ich sie nehmen. Was? Ist das wahr? Genau. Hier, nimm. Nein, ich nimm sie oder ich bin tödlich beleidigt. Na gut. Danke. So, da haben wir nun... Oh, Moment mal. Ah, die zwei Hälften passen zusammen und eine Karte. Okay, keine Ahnung. Aber wir haben hier nun eine Pyramide. Ja, willst du auch? So. Dann gibt es die Metallringe. Man soll den zweiten und den dritten Ring benutzen. Nein, da, den Ring. Was war denn das? So, was sich nun geöffnet hatte, weiß ich nicht, aber ich habe eine Vermutung. Ja, das ist nun offen, die Flasche. Die Nische. Was ich nicht habe, kann ich auch... Ja. Das Rätsels Lösung. Welches? Und welchem Rätsel die Lösung? Das wäre noch gut zu wissen. So, dann müssen wir nur kurz... Die Spiegel finden, auch wenn das nicht besonders, wie ich gerade merke, nicht besonders schlau war, diesen Weg zu nehmen. Deswegen laden wir nochmal kurz und gehen da lang. Und da rein. So, die Karte habe ich wieder. Und dann... Gehen wir nach rechts. Nach unten. Zweimal nach rechts. Nach oben zweimal. Und dann lege ich jetzt die Karte beiseite. Für den Rückweg brauchen wir die sonst gleich noch. Aber jetzt ist alles nur ein Weg. Ja, geht nirgends mehr weiter. Man kann höchstens zurückgehen. Achso, nach links. Und nach unten. Und wir sind da. So, dann soll man des Rätsels Lösung auf den Verband tropfen lassen. Und dann wischen wir jetzt mal über den Spiegel. Mal sehen. Wurde bestimmt seit ein paar Jahrhunderten nicht mehr geputzt. Fassung. Ach nee, falsch. Damit.
So, okay. Und jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Aber was wir da machen müssen, das weiß ich nicht. Das werden wir dann gleich herausfinden. Ich nehme jetzt erstmal die Karte gleich. Wir müssen jetzt wieder zum Eingangsraum, zu dem fliegenden Händler. Also das Spiel ist jetzt nicht mehr wirklich lang. Vermutlich werden wir das in diesem Part sogar schon beenden. Und jetzt kommen wir nach unten und nach links. Dann gehen wir jetzt zweimal nach unten. Links ist nämlich eine Sackgasse. Trotz Karte laufe ich falsch. So, links. Links. Oben. Links und wir sind draußen. Also einmal noch nach unten. Und ab zum Eingangsraum. So, jetzt hat sich der Schnabel davon geöffnet, von der Statue. Der Schnabel ist offen, es ist aber nichts drin. Okay, vielleicht hat er ja was gesehen. Ist dir vorhin etwas an der Statue aufgefallen? Hör zu, Freund, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Gerade fragte ich mich, wie meine 17 Kinder und mein ewig hungriges Weib ernähren soll. Plötzlich öffnete die Statue gerührt ihr Maul und herauspolterte ein merkwürdiges Ding aus Gold. Kann ich es mal sehen? Ich habe es nicht mehr. Ich gab es einem meiner Vetter. Ja, danke. Gut, aber ich weiß, wen ihr damit meint. Dazu brauchen wir einmal kurz die Karte. Verdammt, da wartet doch schon längst. Hier, Karte. Expedition 3. Und dann müssen wir mit ihm reden. Oder vielleicht gebe ihm jetzt als... Jetzt hat er ja was als Austausch. Wo ist denn die Maske da? Das verlorene Gesicht. Du wirst es nicht glauben. Ich habe das verlorene... Ja, das haben wir schon. Was? Wieso? Wie, ich dachte, es war in einem Labyrinth in der Pyramide. Das ist ja ärgerlich. Wie wäre es denn mit einem Tausch? Ich hätte da eine wunderschöne Fassung aus Gold. Mein Vetter hat sie wie durch ein Wunder gefunden. Ein unschätzbares verlorenes Gesicht gegen eine goldene Fassung. Sie ist bestimmt von hohem kulturellen Wert. Das Gesicht von Pharao Tutatüt hingegen ist aus purem Gold. Ja, das stimmt schon. Aber eben doch eher banal. Wohingegen diese einmalige Fassung... Ach, was soll's. Machen wir einfach den Tausch. Mein Lebensziel ist erreicht. Gut, dann kannst du jetzt in Ruhe sterben. Danke. Also in Frieden, in Ruhe. So, was machen wir denn nun? Was soll man damit machen? Nein. Ja, gut, ich habe keine Ahnung. Gehen wir zurück zur Pyramide. Ja, dann besuchen wir einfach mal die Diamanttür. Das Diamantentor. So heißt zumindest der Raum. Oder, ja, so heißt die Tür. Das Hindernis. Gespeichert und hoch. Fällt gerade auf, man sieht hier diesen Block. So sah die Treppe nämlich vorher aus. Man muss zuerst die Kurbeln aktivieren, damit die Treppe runtergelassen wird, habe ich gesehen. Aber diesen Block haben wir einfach nie gesehen. Weil wir zuerst das mit den Kurbeln gemacht hatten. Dann konzentrieren wir uns jetzt mal darauf. Verdammt. So. Müssen die eingesetzt werden? Wenn es nicht mehr leckt? Ach so, ja gut, dafür sind die, ja gut. Ergibt Sinn. Dafür sind die da. So, rein, rein. Dann kommt der rein und dann kommt der rein. Nanu? Irgendwas passiert hier. Jetzt muss ich mal genau aufpassen. Gelb? Gelb, rot. Gelb, rot.
grün. Und jetzt kommt noch blau dazu wahrscheinlich, ja. Was ist das denn für eine Lache? Hä? Gelb. Hä? Nochmal? Okay, startet von neu. Okay, das eben war wahrscheinlich einfach nur die Erklärung. Oder ich habe falsch geguckt. Ja gut, ich glaube, blau war eben gar nicht da. Ich habe einfach irgendwas... Komplett falsch war das eben. Okay, nochmal. So, war's das? Nein. So, nun? Okay. Verdammt! Der Rote war richtig. Muss jetzt alles wiederholt werden? Okay, wie das gemacht wurde, gefällt mir gar nicht. Dass man dann alles noch machen muss. Irgendwie. Dauert zu lang. War blau schon? Nein. So. Verdammt, was mache ich denn? Wir haben es geschafft. Es ist offen. So, bevor wir aber da reingehen. Komm mal hier. Wir haben eine Labyrinth. Gibt eine Labyrinthkarte, mit der man sich ja auch überall in den Räumen scheinbar herumteleportieren kann. So, aber damals hatten wir den noch nicht. Deswegen geht es zurück zum Diamantentor. Wenn wir das, wenn ich das wieder finde. Ach, wir gehen einfach hier lang. So, diese Karte. Hätte ich gerne früher gehabt. Ich weiß gar nicht mal, wo wir das erste Stück herhaben.
Naja. Ist doch egal, Hauptsache wir können jetzt endlich dort weiter. Ein Thron, Axt. Da steht ein Tisch. Eine alte Axt. Was sagt er dazu? Ein altes Schwert. Ein altes, wertloses Schwert. Na, ich würde nicht sagen, dass das wertlos ist. Wertlos ist. Ah, interessant. Das muss es sein. Der sagenumwobene Thron des Pharao Tutatüt. Huch, was passiert denn jetzt? Sieh mal einer an. Ein wagemutiger Held hat sich bis hierher durchgeschlagen. Wie gerne würde ich mich erheben, um dich würdig zu begrüßen. Aber durch widrige Umstände bin ich leider gezwungenermaßen dazu verpflichtet, auf meinem Thron zu hocken. Mein Hintern ist schon fast durchgescheuert, einfach zu wenig Sitzkomfort hier. Egal, ich will hier nicht unsere kostbare Zeit verschwenden. Da du so weit gereist bist, sollst du nun auch eine Belohnung haben. Hinter der nächsten Tür wartet eine winzig kleine und total harmlose Aufgabe auf dich. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Schaffst du es, gegen meine Mumienwächter zu bestehen, wirst du meinen Schatz als Belohnung erhalten. Schaffst du es nicht, wovon ich schwer ausgehe, so kann ich endlich hier aufstehen und dann wieder das Land unter meiner dann kann ich mir endlich ein wenig die Beine vertreten. Es gibt kein Zurück mehr. Ich hoffe, du findest es nicht unhöflich, wenn ich dir kein Glück wünsche. Und bedenke, verliest du, so wird der Fluch auch dich ereilen. Na danke. Oh, ach so, was ist das? Okay, der darf aber zwei Schritte gehen. Und wir nur einen. So, wir müssen noch einfach nur da oben rein. Ja, wir sind tot. Wie ich die Mumienkrieger des Pharao wohl überlisten kann? Am besten nichts überstürzen. Schritt für Schritt machen und den Gegner genau beobachten. Vielleicht kann ich erkennen, wie ich die Mumienkrieger austricksen kann. Ein Tipp: Ein Klick auf das Feld, auf dem ich bereits stehe, lässt die Wächter zwei Schritte gehen. Gut, das... Ah, kann ich jetzt schon vergessen. Nimm mich. Dann mal gucken, wie das geht. Wir gehen einfach mal nach unten. Aha. Okay, wir haben ihn eingesperrt anscheinend. Sehr gut. Ja, das haben wir jetzt geschafft. Ausgang. Da oben ist der Ausgang. Nein, geh nach oben. Geh nach oben. Was? Ja. Okay. Gut, natürlich, man startet wieder hier. Okay, wir speichern gleich mal, wenn wir diesen Raum hier geschafft haben. Warum dürfen die zwei Schritte gehen und warum ist die Musik so verdammt laut? Man sollte mich doch verstehen, aber die ist trotzdem sehr laut. Natürlich, gut, so funktioniert das schon mal nicht. So, ich kann nichts mehr machen. Ach, Spiel, was soll das denn? Ja, mich interessiert nicht, was du zu sagen hast. Jetzt mach doch mal was. Ich kann nichts mehr machen.
So, also ich kann wieder was machen. Also die Musik ist wirklich viel zu laut. So. Dann mal gucken, wie machen wir das? Okay, er bewegt sich nach links. Nein. Nein, 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 nein. Geh sofort zurück. So, dann vielleicht nochmal. Ja, jetzt ist er unten immerhin. Nach links, ne? Ja, doch, ich würde nach links. Ja, doch, natürlich nach links. Hauptsache, er bleibt weg. Kann man doch jetzt schon komplett vergessen. Okay, aber so ist es schon immer. So ist es richtig. Ich bin jetzt dahin und dann biegen wir einfach links ab. So, ja, jetzt kommt sie auch nicht mehr hinterher. Okay. Wir gehen mal nach unten. Müssen wir am besten dort irgendwie in die Ecke oder so kriegen. Keine Ahnung. Okay, bewegt sich nicht mehr. Oder vielleicht da in die Ecke, das ist ja eigentlich noch besser. Oder? Ja, jetzt kriegen wir die auch hier rein. Ja, komm daher. Jetzt müssen wir da irgendwie hinkommen. Ah, wir sind tot. Ach, was soll, ich hab nicht gespeichert. Egal, wir wissen, wie das geht. Wir machen das schnell. Und dann speichere ich mal schnell im nächsten Raum. Und hier rein. Ja, jetzt noch ein hoch. Und jetzt hier rein. Ah, so, ging doch einfach. Und hier rechts rein. Ah, erstmal speichern natürlich. Ist das schon die Schatzkammer? Ja, mach doch. So. Speichern. Und dann gehen wir mal nach rechts. Ob das richtig ist, werden wir dann sehen. Oh, die kommt sehr nah.
Weg hier. Oh, das ist doch gut. So. Ja, jetzt müsst ihr auch links gegen die Wand. Ja. So, wir haben es geschafft. Ganz einfach. Ein bisschen. Gut, aber... Ah, wobei... Ich überlege gerade, ob ich den Party beenden soll. Aber nein, doch nicht. Wir machen das jetzt. Wir beenden das Spiel jetzt in diesem Part, wenn das Ende hier ist. Wir machen jetzt noch ein bisschen... Die Mumienpassage möchte ich auf jeden Fall noch beendet haben. So, die Mumie hier ist genau vom Eingang. Dann gehen wir einfach mal hier hin. Gehen dort rechts irgendwo hin. Locken sie ein bisschen runter. So, dass sie wahrscheinlich nach links geht. Ah. Ah, toll, toll, toll. Wir locken sie mal zu uns. Ich hab uns umgebracht. Ja, vergiss das. Das mach ich nicht. Ich hab da jetzt nicht gespeichert. Warum speichere ich denn nicht? Also das ist jetzt natürlich peinlich. Laden. Und dann hier nochmal rüber. Warum habe ich das irgendwann nicht gemacht? Ich hätte doch einfach nur einen nach rechts laufen müssen. Und die Mumie wäre auch nach rechts gelaufen. Ja, manchmal nervt es schon, dass man auf die Mumie warten muss, weil die ja zwei Schritte macht. Aber okay. So, und dann sind wir jetzt gleich da. Und dann speichere ich erstmal. Bevor wir uns hier wieder in den Tod stürzen. Die Musik hätte man auch gerne leiser machen können. So, na gut. Nach unten. Und dann gehen wir wieder nach rechts. Hier einmal lang. Und zurück. Gleich, nachdem er dort wieder unten ist. Dann nach links. Ich weiß nicht, sollen wir ihn hier einsperren? Möglicherweise. Oh, ja, gut. Ja, komm hierher und dann geh. Nicht dahin. Gut, wir starten neu. So ist er schon viel besser. Jetzt ist die Mumie wieder eingesperrt. Und wir gehen mal einfach direkt zum Ausgang. So, was wird das nächste sein? Oh! Oh, das ist eine riesige Kammer. Ah, hier hat der Pharao also sein Gold versteckt. Nun ist es also jemandem gelungen, bis hierher vorzudringen. So könnte man es sagen. Und es war nicht mal schwer. Das glaube ich nicht.
Ich selbst habe mich vor 2000 Jahren einmal hier in den Gängen verirrt, also erzähle mir nicht, es sei nicht schwer gewesen. Nun ja, ich muss zugeben, da war die eine oder andere Stelle, an der ich tatsächlich ein wenig überlegen musste, aber nun bin ich ja hier. Du Wurm, du hast ja keine Vorstellung von den Dingen, die es hier noch alle gibt. Schreckliche, furchtbare, gemeine, unglaubliche, finstere. Was hast du vor? Willst du mich mit dieser furchtbar stickigen Luft peinigen? Das ist dir schon gelungen. Glaube mir, stickige Luft ist dein geringstes Problem. Aber du hast recht, hier ist es in der Tat ein wenig muffig. Wie wäre es, wenn du ein Fenster aufmachst? Moment mal, hier bleibt alles wie es ist. Ich hasse Veränderungen. Meine Güte, dieses Misstrauen. Ich will dir doch gar nichts. Ich raffe hier nur schnell alle Schätze zusammen und schon bin ich raus. Auf keinen Fall lasse ich zu, dass ein Fremder hier mit seinen fettigen Fingern Flecken auf mein herrliches Gold hinterlässt. Fettige Finger? Das sagt jemand, der seit 2000 Jahren in derselben Unterwäsche herumläuft. Außerdem bin ich kein Fremder. Wir reden ja schon 20 Sekunden miteinander. Kein Wort mehr. Schon sehr, sehr bald wirst du meinen schrecklichen Fluch zu spüren bekommen. Muss ich dann auch 10.000 Jahre dasselbe Hemd tragen? Genug. Du magst mich diesmal geschlagen haben. Nimm dir nur mein Gold. Aber der Fluch wird auf dir lasten. Ich komme wieder. Verlass dich drauf. Leeres Gewäsch eines alten Mannes in 2000 Jahren alten Unterhosen. Mein Gott, unendlicher Reichtum. Doch halt, was rede ich da? Ich bin ja schließlich Wissenschaftler. Der Schatz muss an einen sicheren Ort gebracht werden. Und das möglichst schnell. Ich fange mal an, kann ja nicht so lange dauern. Ich muss wohl geschlafen haben. Ich wollte doch nach Ägypten. Es war alles nur ein Traum. Alles. Das gesamte Abenteuer. Highscore. Aha. Da stehen irgendwelche Namen, die sie dort einfach reingeschrieben haben. So, nehmen wir meinen Namen. So, damit haben wir nun Morrowind Adventure, der Schatz des Pharao, abgeschlossen. Ja, es war ein schönes Spiel, hat schon viel Spaß gemacht. Die kleinen Bugs und Lags haben ziemlich genervt zwischendurch. So wie der Lag jetzt hier in den Credits, das wird dauern, bis das fertig ist. Ich werde es wahrscheinlich gleich vorspulen. Naja. Wir lauschen dann jetzt noch Mohon, wie er auf dem Flügel spielt. Und dann hoffe ich, euch hat dieses Let's Play gefallen. Ich beende es hier nun. Und dann bis zum nächsten Let's Play.
So, da rede ich doch noch mal kurz dazwischen. Die Credits sind super kurz. Nur daher, dass das hier so ruckelt, werden wir hier wahrscheinlich noch in 10, 20 Minuten sitzen und diese Credits angucken, die eigentlich eine Minute lang sind. Also ich glaube, also ich habe ja das Original. Und deswegen, keine Ahnung, würde ich das wahrscheinlich über einen Emulator spielen, würde es flüssig laufen. Naja, ich werde die Credits dann doch jetzt leider nicht komplett durchlaufen lassen. Das dauert mir viel zu lang. Das irgendwann anders dann. Aber nicht auf diesem Kanal. Naja, Let's Play habe ich schon beendet. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Let's Play und bis bald. Stopp, noch nicht beenden. Hab gerade auf Hilfe geklickt. Achso, ja, nee, das wollen wir jetzt aber nicht. Es gibt noch Bonusmaterial. Das wollte ich noch angucken. So, Desktop-Motive gibt es. Hintergrundbilder für den Desktop. Diese Bilder befinden sich auf deiner CD. Gucken wir uns nochmal ganz kurz alle schnell durch. Ich werde davon vermutlich keins benutzen. Das kenne ich doch. Ein bisschen hell. Ja, das hier kennen auch viele. Nur halt nicht mit Moorhuhn. So, dann Produktionsskizzen. Warum läuft jetzt hier keine Musik mehr? Hier, wo man sich nur noch Bilder anguckt, ist es so ruhig. Naja. Aber schön ja auch sowas zu sehen. Ich glaube, der Part ist definitiv länger als alle anderen, würde ich mal schätzen. Und da haben wir unser Anwesen. Poster gibt es auch noch. Diese Bilder findest du bereit zum Ausdrucken als DIN A4 Format auf deiner CD. Was steht hier? Nichts. Das Abenteuer beginnt. Hol es dir, sonst holt es dich. Mohun in seinem ersten Adventure. Muffige Mumien, dunkle Geheimnisse, ein verfluchter Schatz. Der Schatz des Pharao. Gut, aber jetzt haben wir Mohun Adventure, der Schatz des Pharao, wirklich komplett abgeschlossen. Hiermit bin ich dann jetzt erneut das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Bis bald.